Hier in der Slowakei hat die Skepsis in der Wirtschaft leider wieder zugenommen. Noch ist unklar, wie stark sich die zweite Welle wirtschaftlich auswirken wird. Gut ist, dass die Industrie uneingeschränkt weiter produzieren kann. Die Slowakei war das erste europäische Land, das einen Massentest durchgeführt hat. Bei den deutschen Unternehmen im Land sind dadurch kaum Mitarbeiterausfälle entstanden. Das zeigt, wie hervorragend die Firmen in den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz investiert haben. Eine gute Nachricht ist auch, dass das Kurzarbeitergeld zum 1. November erhöht wurde. Dies hilft Beschäftigten und Betrieben gleichermaßen gut durch die schwierigen Zeiten zu kommen. Mitte November haben sich leider die Einreisebedingungen in die Slowakei verschärft. An den Grenzen werden stichprobenartige Kontrollen durchgeführt. Außerdem müssen Einreisende einen negativen PCR-Test nachweisen. In unserer Herbstumfrage, dem AHK World Business Outlook, gaben die Unternehmen an, wie es in den kommenden 12 Monaten weitergehen soll. Die Mehrheit rechnet mit einer unveränderten Geschäftslage, der erhalten die meisten Firmen Beschäftigung und Investitionen auf dem gegenwärtigen Niveau. Eine rückläufige Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen sowie die Reisebeschränkungen bereiten die größten Sorgen. Die Unternehmen sparen Kosten ein und treiben die Digitalisierung voran. In diesem Sinne stellt die Krise auch eine Chance dar, die eigene Wettbewerbsfähigkeit und die Standortattraktivität langfristig zu verbessern.